Heute gibt's für euch einen weiteren Frostpunk-Guide. Wenn euch das gefällt, dann solltet ihr unbedingt einen Daumen nach oben dalassen. Falls noch nicht getan, solltet ihr meinen Kanal unbedingt abonnieren für Tipps, Tricks, Guides, Gameplay und mehr zu Frostpunk. Weiter geht's mit den Londonern. Einige von euch hatten wahrscheinlich schon so ihre Probleme mit den Londonern. Bei den Londonern handelt es sich um eine Gruppe, die sich bildet und den inneren Frieden unserer Kolonie stören. Das sind Leute, die hier vor allem natürlich abhauen wollen und wir wollen das verhindern. Die Londoner kommen im Laufe des ersten Levels relativ zügig. Ihr müsst nur ein paar neue Einwohner zur Stadt dazu holen und dann passiert das Ganze auch schon. Die Methode, um die loszuwerden, ist eigentlich relativ simpel. Ihr müsst neue Gesetze verabschieden und zwar entweder im Bereich Ordnung und Sicherheit oder im Bereich des Glaubens. Ich habe mich mal für den Glauben entschieden, das ist aber relativ egal, wie ihr das ausgestaltet. Wenn ihr den Glauben einführt, dann versucht ihr eben die Leute mit Hoffnung davon zu überzeugen, dass alles besser wird. Mit Ordnung und Sicherheit führt ihr ein sehr hartes Regime ein, das kann man schon fast eine Diktatur nennen. Mit einem Rechtsstaat hat das dann wenig zu tun. Ich habe mich wie gesagt für den Glauben entschieden und es ist relativ simpel. Ihr geht einfach in den Gesetzesbaum, wenn ihr Gesetze verabschieden könnt und dann holt ihr euch eben die Glaubensgebäude. Einige dabei haben den passiven Effekt, die Londoner von eurer Sache zu überzeugen. Ihr macht einfach ganz viele Glaubensgebäude, geht gar nicht mehr am besten in den anderen Gesetzesbaum zurück, bis die komplett weg sind. Jedes Gesetz am besten dann geistlich oder eben Ordnung und Sicherheit, wofür ihr euch entscheidet. Ihr könnt dann auch Glaubenshüter ins Leben rufen. Das ist quasi die Glaubenspolizei eurer Sekte, die ihr dann später im Endeffekt auch gründen werdet und die sorgt dann eben für Ruhe. Es wird euch auffallen, dass zwischendurch immer mal Ärger mit den Londonern ist und das könnt ihr dann eben meistens mit den Glaubenshütern regeln. Später gibt es zum Beispiel auch eine Möglichkeit, die Graffitis dann auf eine schöne Art und Weise zu nutzen und somit nicht die Stimmung eures Volkes zu senken. Im schlimmsten Fall könnt ihr sogar Londoner hinrichten lassen. Am Ende dieses Gesetzbaums gibt es dann eben sogar noch eine totalitäre Sekte, sag ich mal. Ihr ernennt euch selber zum absoluten Führer. Erinnert mich übrigens so ein bisschen an Far Cry 5 hier diese Geschichte dann und ihr seid eben der Sektenboss an der Stelle. Alle, die nicht daran glauben, werden eben gekillt oder zwangsüberzeugt. Relativ krass. Ich kann aber nachvollziehen, warum in so einer Situation es wirklich wichtig ist, schnell zu handeln und strikt zu handeln, weil da kaum Raum für Demokratie sein kann, weil demokratische Entscheidungen eben immer lange dauern. Bei so einem kleinen Dorf könnte man es vielleicht noch schaffen, aber sobald das dann mal wirklich eine größere Struktur ist, sehe ich da keine Chance mehr für Demokratie unter diesen harten Bedingungen. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ich bin gespannt, da eine angeregte Diskussion zu sehen. Das soll es auch gewesen sein. Wie gesagt, konzentriert euch auf den Glauben, konzentriert euch auch andernfalls auf Ordnung und Sicherheit. Wichtig ist nur, dass ihr genügend Rohstoffe da habt, dass ihr ordentlich Kohle pumpt und so könnt ihr dann die Londoner vertreiben. Am Ende des ersten Levels kommt noch ein relativ cooles Event. Dazu mache ich noch ein eigenes Video. Ich will euch hier jetzt noch nicht spoilern an der Stelle. Und mit meinen Tipps solltet ihr wahrscheinlich auch das letzte Event in Frostpunk dann des ersten Levels schaffen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video zu Frostpunk. Bis zum nächsten Mal, euer Fragnard.